F5 funktioniert. So, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu einem Let's Play Together. Auf meinem Kanal komplett neu, auf Slaxis Kanal überhaupt nicht. Und jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Ich spiele Super Mario World 64 gemeinsam mit dem Zocker Slaxi. Ja, hallo ihr Lieben, das sage ich auch mal. Guten Tag. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon vom Grafen seiner Erzählung. Oder auch nicht. Ist auch nicht schlimm. So lala, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Slaxi für mich immer noch ein bisschen was Besonderes, weil erster YouTuber, erster Let's Player, den ich halt wirklich geguckt habe, nicht mal da mal ein Video, da mal ein Video, sondern wirklich, wo ich gesagt habe, okay, seine Projekte gucke ich größtenteils, ja, wirklich schon größtenteils durch, gucke ich auch heute noch und ja, ist auch schon, wie gesagt, 12 Jahre her. Also, Let's Play-Geschiss, da hast du dann schon extrem... Also mit einer der treuesten Seelen, kann man so sagen. Etwa, ja, genau. Von Anfang an dabei. Genau, ihr kennt mich, ich bin eine kleine Controller-Sammelsau. Ich spiele natürlich Super Mario World hier mit einem N64-Controller. Der erste Part, wir haben das jetzt so gedacht, dass wir die Parts verschieden hochladen. Beziehungsweise, dass wir, das kennt ihr von meinem Let's Play Together mit dem Zeltricon bei Dingsbums, The Forest. Den ersten Part machen wir zusammen, dass ihr ungefähr wisst, wo es losgeht. Und dann wechseln wir uns mit den Parts ab. Das bedeutet, wir machen einen Spielstand, schicken ihn hin und her. Der eine zockt, der andere quatscht Müll. Und verlinken dann natürlich den Kanal. Dann könnt ihr beide Kanäle im Auge behalten und gucken, okay. Ja, guck genau, ich. Genau, so wir werden da, dann auch jeder wird dann auch eine Playlist haben, ne, wo dann abwechselnd die Videos erscheinen. Einmal bei mir auf dem Kanal, einmal beim Sascha auf dem Kanal und dann halt aber eine Playlist, da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Genau, also wer wie beim Together mit dem Majora's Mask, was ich immer noch sehr gerne gucke, könnt ihr dann entscheiden, okay, habe ich jetzt Bock oder habe ich nicht. Genau. So, der erste Part beim Slaxi, da gibt es ein paar interessante Informationen, da haben wir das Thema Bosette mal so ein bisschen aufgegriffen. Ja. Und ich habe jetzt aber keine Lust, das jetzt noch ein zweites Mal zu machen. Von daher könnt ihr den ersten Part ruhig zweimal angucken. Das sind ja nur ein paar Dingsbums. Ich habe den Emulator mit Steam verknüpft. Das bedeutet, es kann passieren. Jo, ich sehe es. dass ihr ab und zu mal ein paar Steam-Benachrichtigungen reinhaut. Jetzt rastet da unten die rechte Ecke aus. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die vom Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Pipapo, kennen wir ja alles. Also, Buddy? Gar nicht, dass das Viech Buddy heißt. Wieder was gelernt. So, ich muss gucken, ob mein Joystick... Hallo, sei wachsam, du befindest dich mitten, bla. Überquere die beiden Brücken, achte drauf hier. Wir haben Bomben, die... Achso, nee, die sagen uns nur, dass sie sich im Krieg befinden. Später, wenn wir den König Bonbon besiegt haben, dann sind die... Genau, ein bisschen Trivia nebenbei. Genau, dann sind die halt Dingsbums. Dann sind die freundlicher und machen uns die Kanonen bereit. Dann kann der Mario auch mal mit einem langen Rohr spielen. Wenn es die Peachy macht, müssen es die Bonbons machen. Und da wir ja im ersten Part Dingsbums halt schon das Thema Bosette angefügt haben, gibt es ja mit Peachs Krone, können die sich hier alle in Weiber verwandeln. Also ich als Mario wäre vorsichtig, sag mal so. Ja, wenn du da König Bonbon als Frau hast hier, da bist du aber... Wenn du da zu früh zündest, da kann es ja schon mal passieren, dass da, dass da die Federn fliegen. Alter. hier, okay. Ja, ja. Und jetzt haben wir euch abgeholt, ihr seid hier genau richtig. genau. Wir werden auch natürlich uns so unterhalten, als würden wir wirklich auf der Couch sitzen. Der eine macht Background-Gelaber und sonst was. Also, wenn ihr... ihr so Skyrim-bedingte Leute haben wollt, die auf Höflichkeit und auf Umgangsformen und auf gehobene Artikulation vorlieb nehmen, dann seid ihr hier bei mir falsch, das wisst ihr aber. Ja, also wir sind jetzt keine Assis, aber wir reden halt so, wie es gerade in den Mund fällt. Ja. Genau. Wenn halt mal irgendwie mal, oh du Ratte, du Arschloch, du Drecksack oder so rausfällt, dann grüner ist das halt so. ja, Slaxi ist mit Yoshi nicht ganz... zufrieden. Mein Mario-Play ist nicht so gut wie das vom Slaxi. Oh, jetzt aber. Ich habe das Mario nicht so häufig gespielt wie du. Aber so. Du hast es doch voll drauf, wie ich sehe. Ja, ich probiere es.
Ups. Also der Skill kommt ja dann, ich sag mal so, in den späteren Bildern, in den späteren Welten. Meine absolute Hasswelt, die mit den Teppichen, wo du dann in den Lüften rumfliegst, wo du dauernd runterfällst, wenn du nicht auf... Oh, dieses Rainbow-Geschiss, boah, hab ich schon im Smash Brothers gehasst. Oh, du Ratte! Also, der Kampf gegen König Bonbon kennt ihr wahrscheinlich. Der ist ungefähr so aufgebaut, dass du den dreimal mit dem Arsch auf Glatteis führen musst, darfst ihn aber nicht aus dem Ring hauen. Und wenn du zu weit aus dem Ring rausfliegst, wie ich jetzt gerade, geht der Kampf von vorne los. Ich bin König Bonbon. Ja, das kennen wir doch schon. Der labert immer den gleichen Scheiß. Ja, Alzheimer gibt es. Also, wenn wir den aus dem Ring rausschmeißen, könnt ihr beim Slugsy sehen, dann kommt er vorbei und meckert rum. Aber er selber darf das. So ungefähr. In dem Spiel meckert irgendwie jeder rum. Ja, das Cooper ist so. Cooper vorhin hat auch rumgemeckert, der Gauner, nur weil ich einen Warper benutze. Ja, gut. Der war verdient. Naja, auf jeden Fall meckert der halt rum. Ja, ist halt hier König, ne? Regierung. Er dreht sich auch schneller bei dir. Ja, weil es eine Mistsau ist. Ja, aber wirklich, ist voll der Rassist. Weißt du, beim Slugsy gegen Grafen. Ja, natürlich. Oh. Natürlich hat er was gegen Grafen. Ist auch ein König. Der sieht mich als Konkurrent an. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, oder die Leute, die beim Slugsy mir zugucken. Sorry, wenn ich muss. Mein Name hat ja auch eine gewisse Geschichte, denn mein Nickname Graf Wallner hat mich zum Beispiel gefunden. Das lag an einem Online-Spiel. Und ich wollte halt, wie gesagt, Sascha gibt es wahrscheinlich in jedem Rollenspiel schon. Da ist wahrscheinlich jeder froh, wenn er den Namen hinkriegt. Vermutlich. Und ich bin halt kein Freund von diesen XY-Zahlen. Oh, nee. Dann wollte ich halt mich irgendwie, da war ich auch noch im Abi dann später, und wollte dann irgendwas Nobles halt reinbringen, sodass es heißt, okay, das ist nicht so ein 0815-Kido, sondern einer, mit dem man auch mal ein bisschen Graf Sascha vernünftig sprechen kann. Ja? Dann wollte ich mich erst Prinz nennen, aber das macht ja auch jeder Arsch. Und irgendwann habe ich gedacht, Graf ist halt viel edler als ein Prinz. Ne? Ja, ich wollte halt etwas haben, weißt du, so Prinz und König, das klingt für mich aber schon so ein bisschen abgehoben. Hat jeder so gelutscht. Ja, hat jeder und denkt so, er wäre es voll. Auf der anderen Seite wollte ich aber so einen gewissen Anhang da haben. Zeitgleich habe ich das Spiel Vampire's Dawn gespielt. Das ist so ein RPG-Maker-Spiel in Super Nintendo-Grafik. Es geht eben um drei Vampire. Und der Hauptprotagonist ist halt Wallner. Und da habe ich halt versucht, Wallner irgendwie in dem Online-Spiel reinzukriegen. Das hat auch nicht so funktioniert, weil es den auch schon 1000 Millionen Mal gab. Und nach langem Hin und Her habe ich mir dann weiblichen Charakter erstellt. Elaine zum Beispiel, das ist die weibliche Protagonistin in der Dreiergruppe. Und dann gab es halt, ich so, ja, wie kannst du nennen, Prinzessin Elaine ist zu lang. Dann habe ich halt irgendwann Gräfin Elaine genommen. Und dann wurde ich halt fertig gemacht, so nach dem Motto, ja, machst du doch nur hier Tittenbonus und allem drum und dran. Und dann wurde halt irgendwann Graf Wallner aus dem Charakter, den ich eigentlich nur mal kurz so ein bisschen spielen wollte. Aber da ich mich halt auch viel in dem Online-Spiel, viel Zeit investiert habe, haben mich die Leute einfach nicht mehr Sascha genannt, sondern Grafi. So, Grafi oder Graf Wallner, hier und da. Und dadurch wurde ich dann überall der Graf Wallner. Und ich war halt einfach nur noch unter diesem Synonym bekannt. Und dann hat mein Name gesagt, magst du mich adoptieren? Und ich so, ja, komm her, mein Name, ich will dich adoptieren. Wir sind jetzt Graf Wallner. Das ist eine schöne Geschichte. Hättest du auch mal bei mir erzählen. Oder wir haben ja noch genug Gelegenheit. Ja, genau. Erstens haben wir genug Gelegenheit, das auch mal an deinem Part zu erzählen. Auf der anderen Seite haben wir bei dir auch genug gelabert. Also auf Slugsys Channel haben wir Bausette halt zugenommen. Und da wurde drauf und runter Wikipediat. Genau. Also das Wesentlichste. Und dann natürlich gab es noch eine Version mit meiner Auffassung von dem Thema. Ich habe mich ja nur halbwegs mit dem Thema befasst gehabt erstmal. Also ich wusste gar nicht, dass es Bausette gibt, bis mein Best Friend, den NKN, beziehungsweise Jan, den kennt er ja auch, das ist ja auch mein Minecraft-Server-Gehilfe-Host, der mir das dann halt erzählt hat, Bausette und allem und natürlich Internet Rule 74 oder 76. Rule 76 ist alles, was es als Videospiel gibt, gibt es auch irgendwie als perverses Hentai. Ah, ja, Rule 34, weiß ich nicht. Daher auch
Das hat man ziemlich häufig. LOL, Rule 34, dann siehst du dann schon den ganzen Schiss. Und da habe ich das halt mal geguckt. Ja, was ist Bowsette? Und dann habe ich gemerkt, okay, ist eine weibliche Form von Bowser. So, ich habe es jetzt richtig gemacht. Der Sluxy hat beim Anfang den Teleporter genommen. Das hat er natürlich gesehen. Ich habe das als Kind sogar früher versucht. Also ich habe dann versucht, schnell zu sein, sodass er nicht sieht, dass ich in den Teleporter reingehe. Ist und, ja ganz schlimm. Und einmal mit, wo ich dann gemerkt habe, okay, der gibt mir keinen Stern, weil ich beschissen habe. Ja, blöd gelaufen. Jo, jetzt muss ich überlegen. Fliege zur schwebenden Insel. Du hast den Hund noch in deinem Part gemacht, ne? Ich habe den Hund gemacht. Gut, als dann mache ich jetzt hier Cooper. Auch ungefähr so den Hund. Dann hatten wir in dem ersten Part nicht so viel Spannung drin. Wow. Ich muss gucken, wie weit wir sind, weil bei deinem Part haben wir ein bisschen mehr rumgeleitet. Du hast auch gut durchgepetzt, ne? Ich habe ja viel rumgeblödelt. Und das stimmt, ja. Also, ich meine, ist ja egal, weil da hat ja so gesehen jeder sein eigenes Gameplay beim ersten Part. Ich bin's halt ein bisschen mehr gewohnt, weil ich schon Kannst du natürlich noch ein bisschen was strecken oder so. Wenn klar. Oh, ich liebe Bam! Ich liebe diese Cooper-Schelle. Bam! Oh, ich auch. Die ist so nice. Also noch geht mein Gameplay mit dem Controller, bis mein Daumen wund ist. Im Joystick meinst du? Genau, der Joystick ist nämlich hat nämlich kein Gummi. Das ist nämlich knallharter Schild des Todes. Oh, du Rattengesicht, du die Elende. Drecksau, die Elende. Ja, das der Graf macht's spannend, Leute. Oh, auf jeden Fall war natürlich alles extra. Ja, wie gesagt. Macht er nicht nochmal rasch. Mal gucken, wie lange mein Controller hält. Das ist so ein USB-Billig-Controller, den ich mir geholt habe. Der hat, glaube ich, auch nur 10 Euro oder so gekostet. So ein 5-Euro-Hammer-Ding aus dem Mediamarkt, oder was? Nee, den musstest du im Internet schon bestellen. Ah. Weil die verkaufen halt diese Layouts. Ja, Mediamarkt hat ja auch stark nachgelassen, finde ich. Ja, bei uns in der Nähe hat Mediamarkt auch sehr, sehr stark nachgelassen, was Komponente abgeht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, du hast 3 magische Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du jede Tür öffnen, deren Siegel eine 3 trägt. Ja, jetzt könnte ich alle Türen öffnen, die keinen Schlüssel brauchen. Mediamarkt hat ja bei uns ein bisschen abgebaut, weil ich wohne halt in bei uns in der Studentenstadt und im Ort weiter sozusagen gibt es halt ein Alternate. Und das ist halt, Alternate ist der IT- Ausstatter schlechthin. Geil. Von daher. Jo, mehr Sterne hole ich eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt reingegangen bin. Können ja noch ein bisschen außen rumlaufen. Ja, dann sind wir erzählen. Durch. Scheiße, ey, wie die Zeit. Das stimmt. Wir sind jetzt aber erst bei 8. Wie lange haben wir jetzt? Ja, 12 Minuten. Das ist für den ersten Part eigentlich ganz gut. Lass mich mal kurz gucken, wie lang ich Part auch 22 lang. Minuten 26. Ja, das ist. So die Zeit, die wir eigentlich so verbringen wollten. Ja, das ist eine gesunde Größe. Weil statistisch gesehen gucken entweder nur die Stammzuschauer die YouTube-Parts zu Ende, also die Let's Play-Parts, oder die meisten schalten nach 5 bis 10 Minuten ab. Von daher, für 10 Minuten-Parts macht es halt keinen Sinn. Dafür ist das zu viel Arbeit. Aber für 30-40 Minuten Parts muss es dann entweder wie bei Heroes Might and Magic bei dir, bei dem alten Spiel, halt passen. Ja, da passt es dann auch, finde ich. Aber da an dem Gitter habe ich als Kind immer ewig rumgemacht. Ja, bis ich gemerkt habe, wie kriegt man den Shit eigentlich auf und pipapo und. Das war auch sowas, ey. Jo, gibt hier eigentlich auch eine richtig deepe Story hier. Aber ich will jetzt nicht spoilern, muss ich mir eigentlich mal auf die Agenda aufschreiben. Ja, ich habe mich damit ein bisschen befasst. Wegen Yoshi. Hat nämlich einen Grund, warum er die diese ganzen Leben gibt später. Das habe ich doch gespoilert. Aber komm, Mario 64, 2019, da kann man nichts mehr spoilern. Glaub nicht. Wie gesagt, das wird ein 100% sein. Wir versuchen so viel wie möglich zu holen. Möglichst natürlich 100%. Wer ein Speedhack oder Speedhacks oder so ein Speed-Glitch sehen will, kann das gerne machen, aber nicht bei uns. Ich bin auch so kein Freund davon. Dafür bin ich einfach zu schlecht, auch wenn das Gameplay einigermaßen gut aussieht. Ja, Dito. Ich würde dann einfach. Wollen wir für die nächsten Aufnahmen deinen Spielstand benutzen oder meinen? Och, im Prinzip kommt es auf selber raus, oder? Stimmt. Gut, dann würde ich nämlich hier einfach mal ich weiß völlig was, wurscht, wir melden uns wieder. Spielstand speichern, hier so ein Quicksave machen und wir melden uns dann einfach hier. Macht's gut, guckt in die Beschreibung, da sind zwar ein paar Links drin, aber wie gesagt, Sluxyser Kanal habe ich sogar, glaube ich, schon länger verlinkt. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen, bis bald. Jo, ciao. Tschüss.